Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und ihr seht, wir sind wieder hier mit Dr. Fury und müssen da jemanden rausbefreien. Dazu brauchen wir, also ich glaube, den müssen wir befreien, dann müssen wir irgendwas mit einem Auto machen. Ich weiß auch nicht. So, K. Perfekt. Ist das mein Sicherheitszugang? Bestimmt. Ja, locker. Ach, schöne Kamera. Ja, wundervoll. Kann er das vielleicht wenigstens gleich? Nein, dann brauchen wir vielleicht sie. Ich weiß es nicht. Ja. Tatsache. Jetzt muss ich hier nur... Ach so, okay. Das geht automatisch auf mich. Ja, so gut. Oder auch nicht. Ja, doch. Sobald ich in dem Bereich bin, kommt das automatisch auf mich. Naja, was soll's, was soll's. Wir bauen hier einfach erstmal was Schickes. Dann kommt er auch hoch. Genau, eine Leiter für ihn gebaut. Wunderschön. Und vielleicht kann er uns da ja jetzt helfen. Erst nochmal noch einsammeln. Zack. Jetzt müssen wir sowieso erstmal kurz schauen, ob wir hier noch irgendwas kaputt machen müssen und dann wieder neu zusammenbauen. Kann ja alles sein, Leute. Das ist ja gut möglich. Gerade hier bei den Marvel Avengers wird, denke ich, sehr viel einfach zusammengebaut zu irgendwas Nützlichem. Warum können wir das dann nicht auch machen? So. Okay. Konnte ich nicht alles kaputt schießen? Was soll's. Oh. Sehr schön. So, okay. Ach, chill mal. Hä? Achso, hier den. Können sich für Sicherheitskameras unsichtbar machen. Na, wunderschön. Machst du das dann auch? Ja, na perfekt. Wunderschön. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst, Leute. Links, rechts. Links. Ja, perfekt. Man sollte halt gleich aufpassen. Okay, und jetzt kann er auf jeden Fall raus. Wunderschön. Was ist das Problem, Sir? Wir wissen es nicht. Was ist mit Selvig? Vor 4 Stunden hat Dr. Selvig einen Energiestoß im Tesserakt gemessen. Die NASA hat Selvig keine Testphase erlaubt. Es war kein Test. Er war nicht mal im Raum. Oh. Es war ein spontanes Ereignis. Er hat sich selbst aktiviert? Na, wunderschön, wunderschön. So läuft es doch. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt da runter, so wie das aussah. Ansonsten hätte uns das nicht so gezeigt. So ein Durcheinander. In all der Eile zu evakuieren ist das hier passiert. Ich weiß nicht einmal, wie das überhaupt möglich ist, aber irgendwie ist es beeindruckend. Ja, wunderschön. Ist das jetzt wirklich wichtig? Bitte? Kann das hier wenigstens irgendjemand kaputt machen? Ah, ich treffe das Auto. Ja, wunderschön. Haben wir immer noch nur die 2? Hätte ja sein können, dass wir hier den... Ja, schade. Okay, was können wir damit machen? Was kann die eigentlich? Verstärkung holen. Okay. Ja. Yay! Wir müssen aber hier irgendwie das Teil kaputt kriegen. Dann lasst uns hier nochmal umschauen. Ob wir da nicht irgendwas übersehen haben, übersehen könnten. Ne, da oben. Da oben. Ach, den brauche ich. Also brauche ich den doch, sage ich doch. Warum kommt der dann nicht mit runter? Okay. Agent Coulson. Dann habe ich den jetzt also. Und dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass der da was kann. Kein Wunder. Aber okay, war mir nicht so bewusst, dass ich da erst U drücken muss, bis ich ihn dann richtig im Team habe. Ja, und der kann die kaputt machen. Oh. Explodiert es jetzt? Ja. Ups. Okay, dann haben wir hier die Platte. Perfekt, da kommen wir rüber. Wir
hätten auch einfach das Hindernis entfernen können, aber was weiß ein Stufe 3 Typ wie ich schon? Echt mal. Oh, yeah! Auto! Na, da bin ich jetzt gespannt. Mit dem können wir garantiert über die Rampe fahren. Also, könnte man. So, na, wie sieht's aus? Okay, ich sollte es vielleicht nicht kaputt machen. Nee, da kann sich noch unsichtbar machen. Ah, ja. K. Was sollen wir tun? Was war das denn? Bitte? Okay, ich habe das gerade überhaupt nicht verstanden. Nee, so wirklich verstehen tue ich das gerade nicht. Was die von mir wollen. Das ist auf jeden Fall richtig. Die Figuren hier anscheinend. Er ist nicht richtig. Okay, irgendwas war richtig. Wunderschön. Was macht der jetzt? Oh, was ist das denn? Was kam denn da jetzt an? Ja, irgendwas kam jetzt hier an. Charaktere, die explodieren. Ist ja, ist mir schon klar. Deshalb konnte ich ja vorhin das. Entschuldigung. Weg. Wow. Wohl auch eine Möglichkeit, einen Strafzettel zu vermeiden. Vielleicht ein wenig übertrieben. Hui. Ihr müsst wissen, ich habe das gerade nicht gesteuert. Fairerweise muss ich das sagen. Nicht, dass ihr noch denkt, ich bin hier der ultra krasse Fahrer. Hey, ich will den. Weil Selvig es nicht abschalten kann. Der kann explodieren lassen. Sir, die Evakuierung ist wahrscheinlich sinnlos. Sollen etwa alle wieder schlafen gehen? Mal sehen. Passiert hier irgendwas anderes vielleicht noch? Aber ich glaube nicht. Denn ab und an kann man ja hier doch auch ein paar Steine holen oder sowas. Wir können ja mal kurz hier hinten schauen. Ist auf jeden Fall noch so ein Schild. Das jetzt auch kaputt ist. Habe ich aber vorne auch schon eins kaputt gemacht. Okay. Dann hat es damit jetzt gar nichts zu tun. Man muss sich ja hier erstmal ein bisschen auskennen, Leute. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall hier wieder unseren... Nee, den. Zack. Und er kann da hier durchspazieren. Perfekt. Nein! Ja gut, stimmt. Ich kann einfach hier stehen bleiben und jemand anders kann dann hier ran. So. Perfekt. Na, wunderschön. Dann haben wir es doch. Hey, einer fehlt. Einer fehlt. Ein Stein fehlt. Ach, was soll's, Leute. Was soll's. Wir sind drin. Jetzt geht's los. Mal sehen mit was. Was kann ich Ihnen über die Joy Dark Energy Mission Facility erzählen? Naja, sie ist streng geheim, also gar nichts. Toll. Ich darf nicht erwähnen, dass wir ein Objekt von potenziell unbegrenzter Energie namens Tesseract untersuchen. Oder dass er sich aktiviert hat und wir jetzt die ganze Anlage evakuieren müssen. Das ist alles geheim. Und erst diese Phase 2 Prototypen. Ja, super. Läuft doch. Solche Informanten hat man gern. Wenn wir die Energie des Tesserakts nicht kontrollieren können, ist wahrscheinlich kein Sicherheitsabstand groß genug. Sorgen Sie dafür, dass die Prototypen der Phase 2 weggebracht werden. Ja, Sir. Erzählen Sie mir was, Doktor. Direktor, wenn er den Spitzenwert erreicht... Aber eben das wollen wir doch, Doktor. Energie aus dem Weltraum nutzen. Nur kontrollieren können wir ihn nicht. Meine Berechnungen sind nicht abgeschlossen. Haben Sie gesehen, was das Ding aktiviert hat? Der Würfel ist ein Tor zur anderen Seite des Universums, richtig? Türen öffnen sich von beiden Seiten. Hoppala. Ja, wer ist denn da?
Hallo. Sir, bitte legen Sie den Speer weg. Als ob. Ein glorreiches Ansehen ist meine Bürde. Okay. Na, sehr schön. Das war ja mal eine Ansage. Auf geht's, oder? Auch nicht? Sir, die Agenten wirken nicht mehr sehr freundlich. Setzt dieser Typ gerade Gedankenkontrolle ein? Vielleicht. Na dann, jetzt können wir Punkte sammeln. Ja, die machen wir einfach platt. Vier, drei. Komm. Einmal alle weg. Und jetzt muss ich ja eigentlich mal ein bisschen was an Punkte sammeln. Komm. Sammelt's wenigstens ein. Okay, mit dem Punkte sammeln, das hat jetzt nicht so wirklich geklappt. Ich hätte vielleicht ihn nehmen sollen. Der kann eher hier mal was kaputt machen. Wobei ich auch nicht glaube. Ach nee, der kann ja nur. Der kann ja nichts. Kann er wenigstens irgendwas Explosives aufschicken? Oder schießen? Oder ist seine Waffe jetzt vielleicht besser? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ah ja, er kann das. Sehr gut. Perfekt. Dann können wir die nämlich auf jeden Fall schon mal kaputt machen, aber das halt leider nicht. Schade. Zack. Und den nächsten, ja. Wir kriegen hier bestimmt nur die Teile für irgendwas zum Bauen hingeworfen. Bin ich mir fast sicher. Okay. Immerhin, wir können das ja auch alles kaputt machen. Okay, fast alles. Ja, schaut mal, die Teile, die wackeln. So, irgendwas müssen wir mit denen auf jeden Fall machen. Sonst wären sie schon verschwunden. Entschuldigung. Ich komme mit meiner Kraft nicht klar. So. Oder? Haben die gewackelt? Ja. Eindeutig. Okay. Ja, Moment, lasst mich erstmal die Punkte einsammeln. Und dann geht's hier los. Perfekt. Okay. Was passiert jetzt? Ein Würfel. Und komm, lass ihn fallen. Ach so, das kommt dann halt im nächsten Schritt. Na gut. Ach, als ob. Okay, ah ja, sehr schön. Ich kann speichern und fortfahren. Perfekt. Falls sich mal wieder einer aufhängt, ihr wisst. Das ist leider sehr gut möglich. Schaffst du das? Diese Stille spricht Bände. Ach so, ja, ja, easy. Brauche ich nur ihn wieder. Aber Moment. Wir waren noch Punkte. So. Jetzt lasst uns mal hier erstmal lang gehen. Oh. Hä, was war das? War das das Feuer? Ach, er ist... Ja, alles klar. Alles klar, den habe ich dort gar nicht mitbekommen. So, na dann. Zack. Und runter damit. Schade. War vorher weg. Und da ist er wieder aufgetaucht. Ich komme mit froher Kunde. Von einer Welt, die frei ist. Frei wovon? Freiheit. Frei von Freiheit? Wunderschön, wunderschön. Was geht denn da ab? Bam, bam, bam. Na los, der nächste. Ja, mal 5. Komme ich jetzt an die Punkte ran? Mal 4. Ihr seht, wie schnell das auch dann verfliegt. Das soll ja auch nur so ein kleiner Bonus sein. Es ist ja nicht so, dass man das mit einem roten Stein auch gleichsetzen könnte. Dafür müssen wir die ja auch finden. Jetzt würde sich das ja gar nicht lohnen. Aber lass uns hier nochmal kurz alles Mögliche, was geht, kaputt machen. Auch hier das Zeug, was man nicht so sieht. Das ist sehr wichtig. Bin ich mir 100% sicher. Denn schaut mal, es sind noch gar nicht so viele Punkte, die wir hier haben. Da müssen wir noch einiges anstellen. So, aber das kriegen wir hin.
Komm, alles. Alles schön kaputt. Alles. Perfekt. Okay. Wunderschön. Wunderbar. Genau. Wow. Und hier kommen wir halt nicht durch. Da brauchen wir Iron Man. Schade. Schade, schade, schade. Aber den kriegen wir bestimmt im... Ich meine, im freien Spiel könnten wir hier locker mit Iron Man durchspazieren, aber haben wir halt gerade noch nicht. Kommt noch. Ja, nein. Ach, was willst denn du? Ich will doch hier nur erstmal alles kaputt machen. Das ist doch jetzt gar nicht so mein Ansinnen, hier irgendwas zu machen. Ich will nur hier ein paar Punkte. Okay, da war er wieder. Wunderschön. Zu, allzu nah können wir also dem noch nicht kommen. Dann erstmal hier. Rechts, runter, hoch. Bäm. Diesmal wusste ich, dass ich aufpassen muss, Leute. Einmal gemacht, merkt man sich das. So, okay. Es fließt dort Energie. Das ist ein lilaner Stein. Also ein lilaner Lego Stud. Stud-Dings. Teil. Nein. Geh weg. Ich will hier hin. Yeah. Nice, 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 nice. Und hier will ich auch nochmal hin. Sehr gut. So. Jetzt. Habe ich hier irgendwas verpasst? Ja. Geht's jetzt hier auch noch hoch? Ich glaube, ich habe was verpasst. Ah ja. Das habe ich also verpasst. Gut, perfekt. Und einmal rangehangen. Schön die Muskeln trainiert. Ja. Und jetzt explodiert's. Aber er ist, wie vorhin, schon weg. Das hier muss nicht noch schlimmer werden. Natürlich muss es das. Für weniger komme ich von zu weit her. Juhu. Nein, Spaß. Der fetzt mir. Jetzt sind wir dort drin. Aber wir haben doch noch nicht alle Punkte eingesammelt. Ach, Mano. Lassen wir erstmal hier. Hey, warum komme ich nicht an die Punkte ran? Oh, ist das gemein, Leute. Das war ja sowas von fies. Ich muss doch hier die Punkte kriegen. Jetzt macht erstmal hier. Ihr macht mir jetzt Platz. Nee, so nicht. So nicht, ihr möchtet gern Lokis. So, der ist auch weg. Nein! Lass mich doch erstmal die Punkte holen. Das klappt eh nicht. Sag ich doch. Okay, er hat die Energie auf jeden Fall. Ja, perfekt. Bitte nicht. Das brauche ich noch. Nein. Ich bin Loki von Asgard. Juhu, wir Loki! Wir haben keinen Disput mit eurem Volk. Es kann keinen Streit zwischen Ameise und Stiefel geben. Hast du denn vor, uns zu zertrampeln? Sir, Fury spielt auf Zeit. Ihr fliegt bald alles in die Luft. Ach. Boah, wie gemein. Wie gemein ist das denn? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Yay, Blumen streuen. Loki ist da. Wir brauchen diese Fahrzeuge. Oh oh. Hören Sie mich. Puh, Warten. Glück gehabt. Wurde umgedreht. Wow. Tja, und das Loki weg. Ach Mann. So, und jetzt geht hier alles in die Luft. Na, wundervoll. Na, wundervoll. Oh, ja, wir bauen uns ein neues. Das habe ich nicht kommen sehen. Alles gut, wir bauen uns ein neues. Das wird schon. Tja, dafür wissen wir jetzt, dass der Feuermelder funktioniert. Ja. Ja, aber die Tür hat sich von selbst verriegelt. Richtig. Das heißt, Leute, das wird noch lustig. Aber das wird lustig. Das nächste Mal. Den ersten Teil der Mission haben wir jetzt schon geschafft. Und den zweiten
starten wir dann das nächste Mal zusammen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch macht's Spaß hier bei Lego Marvel's Avengers. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies mit mir, Simaxi. Bis dahin, Leute, macht's gut und tschüss.